möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken für das, was du erreicht hast. Es ist ein Zeugnis mit lauter Einser. Bin ja gern da, das ist ja keine Frage, aber ich meine, Otterkringer bleibt Otterkringer, wie soll ich sagen? Für eines habe ich ein großes Verständnis, wie schwer du es als Austrianer in Burg gehabt hast. In Otterkring ist es genauso schwer. Da ist die eine Hälfte schwarz-weiß, der Spurklub, und die andere Hälfte ist grün-weiß, das sind die Rapidler. In der Schule, die mit Burg gegangen ist, da waren ungefähr 1200 Schüler, da waren genau drei Austrianer. Das stärkt den Charakter. Wechsel machen am 28. Februar. Wir haben das abgesprochen. 28. Februar mit einer Sonderlandtagssitzung werden in entsprechender Form, ähnlich wie das Wien mit Michael Ludwig gemacht hat. Natürlich, wenn man jeden Tag 15 Stunden arbeitet, man macht nicht immer nur alles gut. Und verstehe ich auch, und ich bin ja immer für Kritik offen. Und umso mehr freut es mich dann, wenn die Bestätigung da ist, die Menschen schätzen mein Engagement, sehen, dass ich mich wirklich bemühe. Ich habe diese Übergabe, genauso wie es von mir zu Astrid war, als ganz wichtig und vor allem auch so, wie es abgeführt wurde, nämlich wirklich in bester Harmonie und in Übereinstimmung. So muss man wirklich den nächsten Generationen übergeben. Hans-Peter Doskozil ist in seinem Stil, vielleicht seiner Generation angemessen, ein bisschen anders, hemdsärmeliger sozusagen, aber in seiner Position als Teamleader genauso wie der bisherige, nämlich klar, zusammenarbeiten, kollegial, gemeinsam reden, gemeinsam beraten, und auf das bin ich sehr froh, dass das auch so ist. Die Themen liegen hier auf dem Tisch, wurde schon angesprochen, und es geht jetzt darum, das Schritt für Schritt umzusetzen, nicht nur bei den Wahlen zu fordern, sondern wirklich auch tatsächlich umzusetzen. Es ist einiges zu tun, es ist ganz klar, wir haben das schon kommuniziert, es muss natürlich auch die eine oder andere Verjüngung geben, wir müssen teilweise neu auftreten, haben noch einiges auch in der Parteiarbeit zu erledigen, vor allem die Jugendarbeit muss verbessert werden, also es wird das Resultat werden. Es wird am 28. ein neues Team geben, ja, ganz konkret. Es wird ja vielfach auch zu viel hineininterpretiert, nicht nur von außen, auch teilweise von innen. Das sind teilweise Versuche, ein bisschen hineinzuspalten. Da wird, glaube ich, zu viel Gewicht hineingelegt. Und man sieht ganz heute, es gibt einen organisatorischen Weg, aber es muss auch immer Platz bleiben, inhaltlich zu diskutieren. Ja, ich darf zunächst den Hans-Peter Doskozil sehr, sehr herzlich gratulieren. Er ist sehr eindrucksvoll zum Vorsitzenden der Sozialdemokratie in Burgenland gewählt worden. Was meine Person betrifft, ich werde am 28.02.2019 auch als Landeshauptmann an Hans-Peter Doskozil übergeben. Das soll ein Sonderlandtag sein, und ich werde dann nachher ein bisschen Urlaub machen. In den letzten 18 Jahren nur jeweils am Stück eine Woche Urlaub gehabt. Also da ein bisschen Urlaub zu machen und dann zu überlegen, was ich noch tun kann, das wird auch so sein. Es steht nicht unbedingt die Pension im Vordergrund.